Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon hier mit unseren kleinen Feen. Und jetzt wollen wir die nächsten, ja, Typen finden oder Frau, ich weiß gar nicht. Ein Mitglied unserer neuen Truppe sollen wir finden. Vielleicht, ja. Vielleicht kann uns ja jemand helfen. Probleme. Ach, Gefährte. Probleme. Sie ist betrübt, dass was passiert. Dir entgeht auch nichts. Das sind die Trolle. Sie haben es auf mich abgesehen. Diese Finger haben mich Samen schon. Ohne meine Samen kann ich doch nichts mehr anpflanzen. Wenn ich nicht mehr anpflanzen kann, habe ich auch nichts mehr zu essen. Trolle. Ach so, ja, die Trolle. Ja, darum kümmern wir uns noch. So. Warte, nein. Ich wollte doch... Gefährte. Ich suche jemanden, der uns begleiten würde. Es ist ja schon ein Wunder, dass du überhaupt jemanden gefunden hast. Glaub also nicht, dass ich jetzt einen zweiten Gefährten herbeizaubern kann. Tschüss. Wenn du uns nicht helfen kannst, dann nicht. Dann helfe ich dir auch nicht bei deinen Träumen. Ist mir doch egal. Nein, das machen wir natürlich noch. Hier sind ja auch die ollen Typen. Können wir da mal was machen? Dann, gut, dann hau ich besser ab. Ja, komm. Da muss man doch was machen können. Können wir die nicht einfach mal random angreifen? Was sind das eigentlich immer für Blumen? William sprechen. Mann, ich will aber was machen können mit diesen blöden... Das ist doch bestimmt bei denen mit den Samen. Ich meine, das sind die Trolle, ne? Hier, Gefährte. Nein, natürlich nicht, aber ich wüsste da jemanden. Bert hat erst vor kurzem davon geschwärmt, wie toll es wäre, wenn er mal reisen und die Welt sehen könnte. Vielleicht könnt ihr ihn davon überzeugen, euch zu folgen. Wer ist denn Bert? Bert? Das klingt interessant. Wer ist das und wo kann ich ihn finden? Bert ist ein Troll und zwar ein sehr merkwürdiger. Er ist eine Art Intellektueller, der immer in Reimen spricht. Seine Zeit verbringt er mit Büchern. Er hat sich sogar entschlossen, selbst ein Buch über das Königreich Fairy zu schreiben. Momentan treibt er sich bei den Spiegeln herum. Dort dürftest du ihn finden. Ach so. Ah, nee, ich habe aber keinen Bock auf ein Mitglied, der die ganze Zeit reimt. Nee. Muss das sein? Und dann brauchen die auch alle Hilfe hier und so. Und da kann man auch hinflattern. Ist da unten auch noch jemand? Hier, die konnte doch mal irgendwie schneller fliegen. Nee. Nee, irgendwie nicht, ne? Ah, so. Okay, jetzt habe ich's. Wer war da? Der braucht doch auch Hilfe hier bei den Spiegeln. Schnell fliegen macht Spaß. Oh, da ist noch eine Kiste. Was haben wir hier? Was sind das denn für Viecher? Wow. Was sind das für kleine Feen? Krass. Die kriegen mal eine elektrische Ladung, würde ich sagen. Ja. Hast du nicht mitgerechnet, ne? Blitzgeister, Luftgeist und Flammengeist. Wahrscheinlich können wir die mit Elementen eher fertig machen, ne? Tornado? Gegen den Luft vielleicht? Also physisch ist gut. Der ist ausgewichen, okay. Wenn er selber Luft hat, der Geist, dann ist Tornado vielleicht auch nicht gut. Vielleicht muss man immer das Gegenteil so. Feuer gegen, ne? Elektrischer? Ja, Flamme, weil wir haben ja nichts anderes. Egal eigentlich. Kritisch. Bei dem hat das nicht so gut funktioniert. Oh, oh Gott, wir müssen mal jemanden heilen hier. Bei ihr geht's noch. Und dann mach noch mal... Nee, mach mal Eis auf Feuer. Genau. Nicht schön. Flamme, Luft. Luft ist doch auch gut. Und den auch nochmal.
Oh, der weicht immer aus. Boah, die sind echt nicht ohne Freunde. Eis. Und nochmal Eis. Genau. Damit wir mal einen wegkriegen hier. Jawoll. Ja. Oh oh. Gegenstände, kleiner Heiltrank. Jawoll. Sonst wird's gefährlich hier. Ne, wir machen mal Tornado auf Blitz. Und Eis auf den anderen. Vielleicht normaler Angriff auf... Warte mal, nee, wir haben ja... Wir machen ja mit ihm elektrische Ladung. Ja. Mann! Ja, immerhin einmal getroffen. Komm, du musst mal was nehmen. Jetzt machen wir den Blitzgeist mal fertig. Wir kümmern uns mal nicht gleichzeitig um beide, das dauert zu lange. Immerhin. Ja, das hat nicht viel gebracht. Einmal Eis darauf und Tornado. Nee, da weicht er aus. Also, man merkt schon, dass die eher ausweichen, wenn wir Elemente nehmen, die sie selber haben an Kräften. Da können sie wohl besser ausweichen oder so. Und langsam gehen mir hier die Gegenstände aus, ne? Mein Lieber. Schon hart. Na, immerhin. Ja, hallo, komm, triff mal. Ja, geht doch. Oh. Komm. Geht doch. Die waren hart. 150 Erfahrung. Die waren echt nicht einfach. Wenigstens habe ich was bekommen jetzt. Wunderbar, jetzt kann ich hier loslegen. Kann das ändern? Ich mach mal den Kopf. Oder Aura? Ne, ich mach mal den Kopf. Wucht. Was heißt das? Ja, was, hallo? Ich möchte das jetzt gerne ändern wieder. Upgraden. Ja, will das nicht ändern? Nein. So, genau. Jetzt kann ich das nämlich entweder leben. Dann habe ich hier so die tollen Tattoos. Kann ich mal die Ausdauer sehen? Oh, die sind ja schön. Das möchte man doch gerne im Gesicht haben. Was soll das denn? Erhöht die Lebenskraft auf den Maximalwert. Alle Angriffe sind wirkungsvoll und versuchen dadurch mehr Schaden. Ja, eigentlich würde ich jetzt Lebenskraft nehmen, aber der Kringel da am Gesicht gefällt mir überhaupt nicht. Also nämlich Wucht. Ja, wenn es denn sein muss... Wenn das jetzt sein muss. Ja, ich bestätige das. Oh, schön. Ich meine, das Tattoo geht noch, aber warum machen die sowas im Gesicht? Großer Heiltrank, Elixier von Oberon. Das ist ja nett. Das ist ja schön. Bei
Bei den Angriffen, die wir jetzt haben, wird das aber auf Dauer auch nicht viel bringen, so ein Elixier. Das ist nicht viel. Können wir da irgendwo hin? Oh, da sind aber viele. Da ist wieder die Höhle. Ich will da jetzt eigentlich gar nicht hin. Warum sind hier so viele Goblinsviecher und Krabben? Krass. Ja, gut. Was war hier? Hier war der nordische Typ, ne? Genau. Der Fische. Wie kann ich nach oben so? Das dauert voll lange. Mit dem nach oben fliegen immer. Aber man muss ja auch mal nach oben. Man kann eigentlich immer nur nach vorne fliegen. Das dauert sonst. Man sieht nichts. Ja, bei denen geht nicht. Bei denen geht nicht. Da brauche ich nicht hin. Wo waren die Spiegel denn nochmal? Da. Dann gehen wir da mal hin. Oh nee, der soll uns jetzt begleiten. Weiß nicht. Freuen wir uns darüber jetzt? Hey, da ist Bert Lustiger, alter Troll. Er verbringt seine ganze Zeit damit, bei den Spiegeln Trübsal zu blasen und vor sich hinzuträumen. Komisch. Also ich muss sagen, mit so einem Troll hätte ich nicht gerechnet. Glaubst du wirklich, dass er uns helfen kann? Er weiß viel über die Welt und was auch immer uns erwartet. Er kann uns bestimmt helfen. Vielleicht hat er nicht gerade die Statur eines Kriegers, aber er ist immer noch ein Troll. Schau, da sind seine Brüder und wie es scheint, sind sie nicht gekommen, um ihm einen Strauß Blumen zu schenken. Ach so. Nachsehen. Wir müssen näher ran, damit wir sehen können, was sie wollen. Ihr seid ja gar nicht nah dran. Ihr seht alles ganz gut eigentlich. Lass mich in Ruhe, du garstiger Lump. Hilft mir denn niemand in dieser schweren Stund? Ach, bitte. Du redest ja immer noch so geschwollen, der Herr. Tja, dein schönes Buch ist jetzt ohne die Seiten nicht mehr ganz so schön, was? Na los, schwing die Fäuste anstatt herumzulabern. Wovor hast du Angst, dass ich dich mit meinem kleinen Finger umstoße? William Hochmut kommt vor dem Fall. Der Geist, musst du wissen, herrscht über das All. Im Denken, da liegt all unser Wert und Worte sind mächtiger als dein Schwert. Ja, ja. Was faselst du denn da? Ich hab doch gar kein Schwert. Ich brauche gar keins. Stimmt's, Tom? Vor deinem Gerede habe ich keine Angst. Hast du gesehen, was wir mit deinem Buch gemacht haben? Das gleiche machen wir mit deinen Armen und Beinen. Das war's dann mit dir, du helles Köpfchen. Alexis, wir müssen eingreifen. Der arme Bert wird sonst von seinen Brüdern in Stücke gerissen. Gegen diese Kerle hat er nicht einen Hauch einer Chance. Okay, du hast recht. Bert mag dich etwas mehr. Toll. Komm, dann kriegen wir Elektroschock. Jawohl. Ja, gut. Hey, lass meine kleinen Feen in Ruhe. Können die nicht mal ausweichen? Ich meine, die können fliegen. Die sind ja ein bisschen doof. Aber den William, den haben wir gleich. Der ist nicht so geschickt wie diese kleinen Geister, die wir gerade hatten. Weg ist er. Wunderbar. Das war der eine. Wie sieht's aus mit physischem Schaden? 38 war gut. Und da ist er ausgewichen. Ach so. Also lieber Magie. Oder what? Ja, sehr gut. Ach nee, der ist geschwächt. Ich dachte, er ist aufzuwichen. Mann. Oh Mann. Jetzt dauert das wieder ewig. Asiel, du bist gleich dran, ganz ehrlich. Gegenstände. Ja, dann kriegst du jetzt ein Elixier. Komm, hau rein.
ausgewichen bei Tornado, glaube ich. Ich glaube, Eis ist schon besser als Tornado, aber ich... Naja. Nur eine Vermutung. Ja, komm. Na, endlich. 100 Erfahrung, 209 benötigt zum Erreichen. Ihr habt euch als heldenhaft und edel erwiesen und verdient mein Dach. Hoch seid ihr gepriesen. Rechtschaffen seid ihr eingeschritten, habt mutig gegen meinen Untergang gestritten. Doch leider haben meine Brüder mein Werk gefunden, es auf übelste Art und Weise geschunden. Herausgehobt haben sie einige Seiten, um sie im Wind, Meer und Sturm zu verbreiten. Gefährte, Seiten. Wie viele Seiten fehlen denn? 3 Seiten muss mein Werk schmerzlich vermissen. Eine wurde ihm vom rauen Westwind entrissen. Die zweite ist dort, wo der wilde Wind thront. Die dritte wurde nicht von den Wellen verschont. Er selbst ist der Mann. Okay, wir helfen. Wir werden sie finden. Komm mit. Dankbar wäre ich euch bis ans Ende der Zeiten, falls sie mir bringt, die verlorenen Seiten. Im Moment kann ich nicht das Geringste für euch tun, denn erst muss mein Werk wieder in Vollkommenheit ruhen. Okay. Nun gut, bleib wo du bist. Wir bringen dir die Seiten zurück. Jetzt müssen wir also die Seiten hier finden. So. Wie finde ich denn die jetzt? Würde ich gerne mal reingucken hier in Bla. Finde Bert bei den Spielen, finde heraus, wo all die Seiten hingeweht wurden, bringe alle Seiten zurück zu Bert. Ja, wo finde ich... Sonderbar, ein Troll gestoßen, der sich uns innehm. Er wurde von seinen Brüdern angegriffen. Wir haben beschlossen, einzugreifen. Diese Mistkeller hatten genug Zeit, um mein Buch zu zerfleddern. Das ist ziemlich wichtig. Ich muss ihm helfen, das Buch zu reparieren. Notizen. Hier, Notizen. Da können wir doch mal nächstes... Ah, okay. Okay, wir haben auch noch unbekannte Charaktere, wie es ausschaut. Jidrasil. Ach, cool. Okay. Senfsamen. Ja. Na gut, dann wollen wir mal die Seiten suchen. Weiß ich nicht. Auf dieser komischen Insel wird das jetzt, glaube ich, nicht so der Spaß. Aber okay. Irgendwo hier beim Meer. Wie weit können wir überhaupt rausfliegen? Oha. Hier ist Stopp, oder was? Guck mal, da ist irgendwas im Wasser. Ist da was? Oder spritzt das nur so ohne Grund? Also runter kann man hier nicht. Schade. Sein könnte, dass da was ist. Und flieg mal. Ah, hier ist noch eine Kiste. Oh nein, da sind wieder diese Dinger. Ja, ja. Die sind voll schwer und ich habe nicht mehr so viel Tränke. Shit. Ja, dann elektrische Ladung auf Luft, bitte. Ja. Toll. Ja. Toll. Ja, und die treffen uns ja immer. Tornado. Ja, immerhin. Ja, Wollo. Aber wir müssen voll viel einstecken. Komm, elektrische Ladung. Dann mach den auf den halt. Besser als nix. Der andere weicht ja nur wieder aus. Ja. Das wird dann schön hier. Eisgeschoss. Genau, schön auf den Flammengeist. Ja, gut. Ja, komm. Oh, Asiel muss schon wieder. Mann, Asiel. Ja, gleich bist du tot, Asiel. Komm, kriegst einen kleinen Heiltrank. Das muss reichen. Elektrische Ladung. Ach, der Kleine macht aber viel aus, so ein kleiner Trank. Krass. Boah, da lebt immer noch der Blöde. Oh. So, der ist schon mal weg. Und der nächste. Genau.
Hallo. Ja, hallo. Mann, ey. Dafür kriegst du jetzt noch mal einen in die... Ne? Kleines Mistvieh. Ja, mal drauf. Ja. Hast du dir so gedacht? So, jetzt sind wir aber mal wieder dran. Na, das hat nicht viel gebracht. Da ist er geschützt. Und das war nicht so gut. Was ist denn das? Luftgeist. Eis. Ja, also doch nicht das Gegenteil. Ja, nee, dann doch lieber Tornado. Element mit Element. Ich check das nicht. Immerhin. Also normaler Angriff ist bei dem Luftgeist echt besser. Dass er auch immer zweimal machen darf, ist voll fies. Genau. Komm, jetzt glaubt dran. Na, endlich. 150 Erfahrung. Richtig so. Auch schwer genug. Stiefel aus Eisenzeft. Ach, wie cool. Das ist ja cool. Stiefel. Ja, cool. Ja, dann gehen wir hier natürlich mal, oh, auf nicht mehr Heilung, sondern auf Eisen. Coole Sache. Jetzt haben wir nämlich 5 von 5, haben den Bonus und haben nämlich das jetzt verdoppelt. Das heißt, unser Schaden ist jetzt auch viel besser. Na, das ist doch was, oder? Das ist doch was. Jetzt müssen wir nur noch die Blätter finden, die zerrissenen Flatterseiten von dem Koboldvieh. Ne? Das machen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.